Hallo, in diesem Tutorial geht es um den Link-Liste-Operator von Expresso in Cinema 4D. Mit diesem Node können wir verschiedene Objekte in einer Liste ablegen bzw. abspeichern und aus dieser Liste das entsprechende Objekt auswählen. Wie das Ganze genau funktioniert, schauen wir uns einfach einmal an, indem wir hier ins Expresso Allgemeine Menü gehen und uns die Linkliste hier aufrufen. Dann sehen wir den Node. Ich mache den ein bisschen größer. Wir sehen, wir haben als Eingangsport den Index, mit dem wir eben auf das entsprechende Objekt verweisen können bzw. das entsprechende Objekt aus unserer Liste auswählen können. Und hier hinten kommt über den Link-Ausgangsport eben das entsprechende Objekt heraus. Jetzt haben wir noch einen weiteren Ausgangsport, der nennt sich Anzahl, mit dem wir eben uns ausgeben lassen können, wie viele Objekte hier in der Link-Liste abgelegt sind. Dazu schließen wir uns einfach mal einen Ergebnisnode an, stellen den Ergebnisnode noch vom Datentyp auf Integer um, verbinden das Ganze miteinander und sehen, dass hier hinten erstmal 0 rauskommt, weil eben hier noch nichts in unserer Liste drin liegt. Machen wir das doch einfach einmal, indem wir uns hier einen Würfel auswählen, einen Kegel und einen Zylinder. Wähle mir diese Objekte dann nochmal aus, gehe auf meinen Linkliste-Node und ziehe mir diese ganzen Objekte hier in meine Liste rein und siehe da, wir bekommen als Ergebnis 3 heraus, weil eben 1, 2, 3 Objekte in unserer Liste drin liegen. Gut, jetzt können wir hier schon auf das entsprechende Objekt verweisen. Wir sehen das aber nicht richtig, was hier hinten herauskommt. Dazu brauchen wir irgendein anderes Objekt, in dem wir unsere Objekte, die wir hier in unserer Liste abgespeichert haben, eingeben wollen. Und dazu können wir zum Beispiel ein Instanzobjekt nehmen. Wir sehen, wir haben hier als Referenzobjekt die Möglichkeit, irgendwas reinzugeben. Es geht natürlich auch zum Beispiel über ein MoGraph-Klonobjekt. Hier können wir den Modus Objekt auswählen und können hier ein Objekt einspeisen. Also überall, wo wir eben ein Objekt reinlegen können, funktioniert das Ganze. Wir arbeiten hier mal mit dem Instanzobjekt, ziehen das uns also hier in die Expresso-Schaltung rein und nehmen aus dem Instanzobjekt das Referenzobjekt-Attribut, ziehen wir das also auf den Eingangsport. Wir sehen, das ist vom Datentyp Objekt Link, wie wir das auch hier hinten vom Datentyp Link herausbekommen, können das also miteinander verbinden und zack, wir haben schon den Zylinder im Instanzobjekt drinnen. Gut, ich klinke hier einfach mal meinen Expresso-Editor unten ein und zupfe mir das Ganze hier ein bisschen zurecht. So, zack. Und dann sehen wir aber noch nicht unser Zylinderobjekt, weil das eben von den anderen Objekten verdeckt wird. Wir können jetzt einfach mal das Instanzobjekt herausziehen und sehen hier unseren Zylinder. Ist natürlich blöd, wenn man will, dass das Instanzobjekt genau an dieser Stelle steht und man natürlich auch nicht haben will, dass die anderen Objekte angezeigt werden. Jetzt geht man her und würde sich die anderen Objekte ausschalten, ist aber auch blöd, weil eben das Ganze hier verschwindet. Und hier gibt es einen einfachen Trick, und zwar nimmt man sich die ganzen Objekte, drückt Alt-G und gruppiert das in ein Nullobjekt herein und schaltet einfach das Nullobjekt aus. Also alles, was hier drunter liegt, ist ausgeschaltet, aber Expresso erkennt den Zylinder als eigenes Objekt an, was eben nicht ausgeschaltet ist. Und wir sehen das jetzt hier im Instanzobjekt drin. Jetzt können wir über unseren Indexparameter das entsprechende Objekt auswählen. Also 1 wäre dann unser Kegel und 2 unser Würfel. Wir müssen wissen, dass Expresso anfängt mit 0 zu zählen. Also 0 der Zylinder, 1 der Kegel und 2 der Würfel. Und wenn wir jetzt hier wieder anfangen, 3 einzugeben, fängt unser Linkliste-Node wieder an, von vorne an durchzuzählen. Also das läuft sozusagen in einer Schleife ab. 4 wäre dann wieder der Kegel, 5 der Würfel und so weiter. Das geht bis in die Unendlichkeit. Gut, ich gebe mal hier wieder 0 ein und wir haben unseren Zylinder hier drin stehen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd für unseren User, denn er müsste immer in die Expresso-Schaltung reingehen, den Linkliste-Node auswählen und hier den Parameter-Tab auswählen und hier den Index umstellen, wenn er das entsprechende Objekt haben will.
Und das können wir eben schön anlegen über Benutzerdaten, die wir uns hier auf das Nullobjekt drauflegen, sagen also Benutzerdaten hinzufügen. Und hier gebe ich als Name einfach mal Auswahlliste ein und gebe hier vom Datentyp, was gebe ich denn hier ein? Und zwar gehen wir einfach mal auf den Eingangsport, fahren hier drüber, können aber jetzt das nicht richtig auswählen, weil wir in den Benutzerdaten verwalten drin sind, drücken kurz OK und fahren jetzt hier drüber und sehen, dass das Ganze vom Typ Integer ist. Also gehe ich hier in mein Nullobjekt, zack, wieder Benutzerdaten verwalten, wähle mir hier meine Auswahlliste aus und sag, dass das Ganze bitte vom Datentyp Integer sein soll. Wir können das jetzt aber nicht mehr ändern, weil wir es schon angelegt haben. Also sagen wir bitte neue Daten hinzufügen, gehen dann auf Integer vom Datentyp und ich nenne das Ganze nochmal in Auswahlliste um. Zack, Steuerung V und das Ganze ist hier drin. Lösch mir diese Auswahlliste, sag entfernen und schon habe ich das Ganze schön angelegt. Und jetzt wollen wir hier noch ein schönes Interface haben, weil wir ja verschiedene Objekte haben und über diesen Wert können wir ja nur von 0 bis 100, wie es hier eben definiert ist, auswählen, also schrittweise. Und ich will aber eben dem User die Möglichkeit geben, zu sagen, nein, ich will genau dieses Objekt haben. Und das können wir eben über ein Interface machen, das sich nennt Auswahlliste. Siehe da, es öffnet sich hier so ein komisches Menü und hier haben wir den Separator. Hier sehen wir, da steht minus 1, Semikolon und dann können wir hier ein String eingeben, New Line. Das heißt, wir können hier ganz genau eingeben, welches Objekt das ist. Machen wir das einfach mal, sagen also Index 0 ist hier dann unser Zylinderobjekt. Gib hier also Semikolon ein und gib hier ein Zylinder. Drück die Eingabetaste, komm in eine neue Zeile, gib hier 1 ein, Semikolon, sag hier Kegel, denn 1 ist unser Kegel. Und dann gebe ich hier 2 ein, Semikolon, und sag hier Würfel, denn 2 ist unser Würfel. Gut, dann drücken wir hier OK und wir haben jetzt hier eine schöne Liste, aus der wir auswählen können. Jetzt müssen wir das Ganze einfach nur noch miteinander verbinden, ziehen also unser Nullobjekt hier herein. Und sagen hier bitte die Benutzerdaten Auswahlliste. Wir sehen, das ist vom Typ Integer und unser Index ist natürlich auch vom Typ Integer. Wir verbinden das Ganze miteinander und können jetzt über die Liste unser Objekt auswählen. Ich kann also jetzt ganz genau sagen, ich möchte einen Würfel haben. Zack, da ist mein Würfel. Ich möchte einen Kegel haben. Zack, da ist mein Kegel. Und ich möchte einen Zylinder haben. Zack, da ist mein Zylinder. Ja, das wäre eine Möglichkeit von vielen, vielen, die es gibt, mit dem Linkliste Operator zu arbeiten. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann.